Bei noch recht kühlem Wetter wurde heute früh ins Jena Südbad eingeladen, um über die Aktion in den Sommerferien zu informieren. Neben Susanne Zetzmann, der Geschäftsführerin der Jena Bäder, kamen auch einige neue Partner. Diese sponsern in diesem Jahr die Ferienangebote für die kleinen Badegäste im Ost- und Südbad. So können die Kinder die ganzen Ferien über, also vom 20. Juni bis zum 31. Juli, wieder kostenlos die Freibäder besuchen. Für die Verantwortlichen der Jena Bäder ist dieses Engagement trotz langer Suche ein wichtiger Beitrag für erlebnisreiche Sommerferien in der Saalestadt. Grundsätzlich sind wir erstmal super dankbar, dass das geklappt hat. Und ja, das ist jedes Jahr ein bisschen aufwendig. Man muss ganz viele Firmen anschreiben und natürlich auch ansprechen und hoffen, dass es gelingt. Ist oftmals eine Zitterpartie bis kurz vor die Freibadsaison. Aber es ist eine wunderschöne Aktion. Ich denke, die Sponsoren werden sehr glücklich sein, auch mit hier dabei zu sein. Und ich wünsche mir natürlich, dass sich das andere Firmen nochmal anschauen und vielleicht Interesse fürs nächste Jahr bekommen, auch mit dabei zu sein. Denn es ist schon notwendig, dass wir das finanziert bekommen. Und von daher, jeder, der Interesse hat, kann sich super gern bei uns melden. Unterstützt werden die Jena Bäder bei ihren Ferienangeboten in diesem Jahr von den Stadtwerken Energie Jena Pösneck, Langnese, dem Lions Club Jena Paradies und der Zeiss AG. Für alle Sponsoren war es nach der Anfrage der Jena Bäder Gesellschaft selbstverständlich, diese Aktion zu unterstützen und den kleinen Jenaern dadurch schöne Ferien in den Freibädern zu bescheren. Unser Hauptfokus ist, dass wir Familien unterstützen wollen. Das ist für uns, für die gesamte Gruppe, aber natürlich auch für die Stadtwerke Energie ein Riesenanliegen. Wir sind ja selber im Familienbündnis ganz aktiv tätig und wir haben wirklich sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kindern bis 14 und wir wissen, wie wichtig eine gute Kinderbetreuung ist und ja, wie glücklich das die Mitarbeiter auch macht und die Kinder, wenn sie hier freien Zugang zu den Bädern haben. Es gibt ja genügend Kinder und Jugendliche, die aus sozial schwachen Verhältnissen kommen und gerade die finden wir, ist es wichtig, dass wir die unterstützen und dass die eine besondere Aufmerksamkeit auch in der Gesellschaft bekommen. Mit dem Zeiss Förderfonds unterstützt Zeiss verschiedene kulturelle Projekte in Jena, regionale Sachen und auch im Bereich Breitensport, Jugend- und Kinderförderung. Und da ist diese Aktion von den Jena Bädern eine tolle Aktion, um genau die Kinder im Sommer zu unterstützen und ihnen eine schöne Möglichkeit zu geben, den Sommer zu genießen. Neben der Aktion für freien Eintritt von Kindern in den Sommerferien haben die Verantwortlichen der Jena Bäder für die großen und kleinen Badegäste zusätzlich ein Programm mit vielen weiteren Aktionen geplant. Wir haben ganz viel dieses Jahr hier vor. Unter anderem gibt es ein ganz großes Neptunfest für die Kinder. Das ist das erste Mal, dass wir sowas Traditionelles auch wieder machen. Jeder kennt es vielleicht noch von früher. Das wird neu interpretiert. Aber auch so ist für die Kinder viel los. Man sieht es ja, die Anlagen sind wunderschön, sie sind schön gepflegt. Die Kinder können rauskommen. Wir haben viele Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen, schwimmen, aber auch viele Volleyballplätze und schöne Kinderspielplätze. Also ich denke, man kann hier einen super tollen Sommer verbringen und jede Menge erleben. Wer jetzt neugierig auf die zahlreichen Angebote der Jena Bäder während der Ferienzeit geworden ist, der findet auf www.stadtwerke-jena.de/bäder alle weiteren Informationen zu den Bädern, den Öffnungszeiten und anstehenden Events.